Im Jahr 1998 beschert dieser Song den Beastie Boys einen Grammy. Damit landet das Trio aus New York einen seiner größten Hits. Doch im Hintergrund hat Mixmaster Mike seine flinken Finger im Spiel. Bis heute ist Intergalactic der ganze Stolz des Mannes, der den Beasties den Rücken scratcht. Der DJ hat seine Plattenteller so gut im Griff, dass er damit nach eigenen Aussagen sogar mit Außerirdischen kommunizieren kann. Ich scratchte gerade in meinem Zimmer, als ich ein UFO auf dem Fußballfeld hinterm Haus landen sah. Wahre Geschichte. Ich weiß, dass sie auf Empfang sind. Hier und irgendwo da draußen. Ich sagte, wenn ihr da draußen zuhört und das mitschneidet, wer immer ihr seid, Zeta Reticulaner, Reptiloide, egal. Hört her, das ist für euch. 2013 tritt Mixmaster Mike neben Juan Atkins, Alice Cooper, Cypress Hill und Method Man beim 10. Caprice Festival in der Schweiz auf. Sein über 5-stündiges Set lässt Hip-Hop älter aussehen als jeden Dinosaurier. Ich habe seit meiner Geburt mit den Turntables gespielt, als wären sie ein Instrument. Ich will mit ihnen Töne einer Trommel, Geige, Conga oder Gitarre erzeugen. Ich hatte immer ein anderes Verständnis vom Plattenspieler als die anderen. So, ladies and gentlemen, will you please welcome the greatest world champion, Mixmaster Mike. Nachdem er dreimal in Folge die DMC Championships, quasi die DJ-Weltmeisterschaft, gewonnen hat, kapitulieren die Veranstalter 1995. Mixmaster Mike wird in die Jury berufen, damit die neue DJ-Generation auch mal einen Titel gewinnen kann. Mein Vater war als einziger Weißer Schlagzeuger in einer afroamerikanischen Band. Er spielte meistens Funk, oft bei Privatpartys der Black Panther in Oakland, Berkeley oder San Francisco. Die Band war für die Unterhaltung der Black Panther zuständig. Meine Mutter stammt von den Philippinen. Und als sie meinen Vater kennenlernte, waren sie beide sehr jung, etwa 17. Und sie brachten das entzückende Kind zur Welt, das jetzt vor euch sitzt. 1989 trommelt Michael Schwartz alias Mixmaster Mike in San Francisco seine DJ-Freunde zusammen, um die Invisible Scratch Pickles zu gründen. Bei den Essiggürkchen wird der Plattenspieler zum vollwertigen Instrument und das ruft die Beastie Boys auf den Plan. 1998 wird Mike mit dem Titel 3 MCs and 1 DJ zum offiziellen Scratcher von MCA, Mike D und King Ed Rock. Cause nobody can do it like Mixmaster can. Come on, now. I got the Es war verrückt. Ich erinnere mich noch genau daran. Meine Schwester brachte das Telefon ins Zimmer und meinte, Mike, ich glaube, die Beastie Boys sind dran. Dieser Tag hat mein Leben verändert. Ich war ein totaler Beastie Boys-Fan, kannte alle Songs auswendig, jeden Text, jede B-Seite. Man sagt ja immer, etwas kommt, wenn man bereit dafür ist. Ich war bereit für diesen Moment. Sowas von bereit. Oh,
Mixmaster Mike scratcht die bereits legendären Beastie Boys in eine neue Galaxie. Das Album Hello Nasty von 1998 führt die Charts in Deutschland, Amerika und Australien an. Ihr Abenteuer endet für die vier Musiker im Jahr 2012. Traurigerweise mit dem Krebstod von Adam Yauch, alias MCA. Er hat mir beigebracht, wie man eine Krawatte bindet. Er hat es mir gezeigt. Das war ein ganz besonderer Moment. Ich bekam es einfach nicht hin, der Knoten war immer falsch. Und an jenem Tag sagte er, nein, so kannst du nicht rausgehen. Und dann hat er es mir beigebracht. Es war ein sehr persönlicher Moment, denn das hatten mir nicht mal mein Vater oder meine Mutter gezeigt. Allen Dr. Dre's und David Guettas zum Trotz reißen sich die Musiker immer noch um Mixmaster Mikes individuelle Note. Der 43-jährige Plattenjongleur amüsiert sich mit Rob Zombie, Herbie Hancock oder Tommy Lee. Sein neuestes Projekt heißt Psycho White von Eminem-Schützling Yella Wolf. Die neuen DJs sind etwas ganz anderes. Die Jungs sind cool und die Leute lieben eben David Guetta oder Deadmau5. Sie sind etwas Besonderes, aber ich bin auch etwas Besonderes. Ich bin ein B-Boy. Ich bin Hip-Hop. Spiele aber alles Mögliche. Ich kann die unterschiedlichsten Formen und Gestalten annehmen. Bei mir weißt du nie, was du kriegst.